Armeen von Sensoren, die rund um die Uhr, Tag und Nacht daran arbeiten, dass Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter überhaupt erträglich sind. Im Prinzip ist das kognitive Fließbandarbeit, psychische Fließbandarbeit, was diese Leute machen. Aber wie die Welt von denen aussieht und was sie zu sehen bekommen, da fängt eigentlich die ganze Geschichte für uns an. Bei der Geschichte, glaube ich, hatten wir beide so das Gefühl, dass wir da gerade an wirklich so einem Wendepunkt sind, kulturell, in dem eine komplett neue digitale Arbeiterklasse entsteht, die unter völlig unklaren Bedingungen brutalste Jobs erledigen. Also so ein bisschen wirklich so, wie früher die Leute, die in den Bergwerken sich körperlich kaputt gemacht haben, machen die sich jetzt geistig kaputt und legen aber trotzdem etwas wahnsinnig Wichtiges fest mit ihrer Arbeit, nämlich was Millionen von Menschen jeden Tag zu sehen bekommen und viel wichtiger, was sie nicht zu sehen bekommen.